Hallo! Nicht in die Flanke fallen. Und herzlich willkommen zurück bei... Ja, genau, bei Mass Effect Andromeda. Ihr seht schon, wir sind hier mit Roka, mit dem wir eigentlich reden wollen. Mitten im Gefecht. Das ist mich doof. Ja, ja, genau das habe ich getan. So. So. Also ehrlich gesagt bin ich mir nicht sicher, ob hier irgendjemand mit uns reden will, wenn ich hier die ganze Zeit die Leute wegballer. Aber andererseits, ja, was bleibt mir denn für eine Wahl? Die schießen da auf uns. Also, okay, sonst ist hier nichts, denke ich. Nee. Dann gehen wir mal hoch. Und, ja, und huppen unten an die Treppe ran. Das gibt immer Kopfschmerzen. Kopfschmerzen sehen was Tolles. Ne, die hat man ja immer sehr gerne, weil dann kann man auch mal ein Medikament nehmen und wenn man medikamentensüchtig ist, dann ist das gut. Hä? Was erzähle ich hier von Mist, Junges? Also besser nicht drauf hören. Wir wollen mit diesen, ja, Rebellen reden. Hm. Hallo, jemand von euch gesprächsbereit? Irgendwie nicht. So, Rokar Datenpad. Ich folge Axul überwohlt und wir fanden weitere Leute wie uns. Leute, die alles an die Kette verloren haben. Überlebende versuchen, Überlebende verloren und hoffnungslos. Er öffnete ihnen die Augen, wie er sie mir geöffnet hatte, und die Reihen der Rokar schwollen an. Wir kamen nach Haval, um einen Ort zu errichten, an dem wir ungefährdet planen konnten und die Fähigkeiten trainieren, die wir brauchen, um die Mission zu erfüllen, unser Volk von der Unterdrückung zu befreien. Ich wusste nicht, dass bereits ein neuer Feind eingefallen war. Seltsame Kreaturen aus einer anderen Galaxie, die sich in einer Schlucht verbargen. Axul wusste, dass es ein Zeichen war. Wir waren dazu bestimmt, sie zu finden. Wir sandten eine Gruppe aus, um dieser Bedrohung zu begegnen. Die Invasoren schrien uns in einer Sprache an, die wir nicht verstanden. Doch wir kannten ihre wahren Absichten. Wir sahen Waffen in ihrer Hand. Wir zeigten ihnen, dass auch wir Waffen besaßen. Und sie flohen vor unserer Macht. Ich war glücklich zum ersten Mal seit dem Morgen, an dem meine Familie, das letzte Mal lebend gesehen habe. Okay, ein bisschen verblendet. Ja. Aber kann man es den Leuten verübeln? Ja, eigentlich schon. Man sollte nicht vor allem Unbekannten Angst haben. Natürlich, wenn das letzte Unbekannte, was man begegnet ist, die letzte Alien-Spezies, die man begegnet hat, oder die man getroffen hat, ein einfach außer Betrieb wird. Protokolle aktiviert. Errichte Aufklärungsposten. Sehr schön. Das hat ja auch schon mal was. Dann hätten wir hier einen Aufklärungsposten. Die Lebensfähigkeit ist jetzt schon auf 20% angestiegen. Das ist gar nicht mal schlecht. Natürlich auch nicht unbedingt wieder gut, aber immerhin. Ne? So, Nomad kann hier nach wie vor nicht angefordert werden. Was ist das denn? Behälter. Ah, okay. Mit einer adaptiven Optik, die nehme ich gerne mit. Ansonsten einmal da sind die Viecher. Wir sollen aber in die Richtung. Dann gehen wir auch in die Richtung. Ja, so wenig wie möglich. Warum soll ich alt drücken? Über uns! Ah, da. Feindliche Shuttle im Anflug. Hab schon gemerkt. Feinde! Aha. So, okay. Die meisten haben wir schon ausgeschaltet von diesem Shuttle. Der auch. So, noch jemand? Noch jemand? Noch jemand? Ich nehme inzwischen mal das Nickel mit. Ihr schafft das schon, ne? Offensichtlich sind wir nicht die einzigen hier. Was ist das? Ein Cat? Wieso sind hier Cat in der Nähe? Ich sehe keine Cat. Was zum... Habe ich die eigentlich mal gescannt? Ja. Einer weniger, um den wir uns sorgen müssen. Jawohl. Einer weniger, aber immer noch viel zu viele auf der Welt. Naja. Aber damit müssen wir jetzt klarkommen. So, hier in die Richtung. Leider mussten wir wieder einen Roker ausschalten. Um jeden Roker, der hier eigentlich fällt, ist es im Prinzip schade. So, Roker in ihrem Lager besiegen und zu dem... Ja. Oh!
Ein Scharfschütze. Netter Kopfschuss. Dankeschön. Was auch immer der gemacht hat da oben, ist jetzt außer Betrieb. So, wo schießt's her? Kann keinen sehen. Okay. Was auch immer der da oben. Keine Ahnung, was die da oben von der Action machen. So. Alt-Palef entdeckt, sehr schön. Na dann mal hoch. Ruhe. Wollte eigentlich nur mal gucken, ob dieser Beobachtungsposten noch da oben sitzt. Wie kommt er da überhaupt rein? Er muss ja irgendeine Fernbedienung haben, dass er da hinten eine Brücke ausfahren kann. Anders kann ich mir das jetzt nicht vorstellen. So. Oh, 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 Schuss! Schuss! Von wo denn hinten? Na toll, der haut ab. So, so weit, so gut. Muss mal kurz in Deckung gehen. Ich habe hier gerade wenig. Meine Fresse. So, okay. Diese Adis sind jetzt auch nicht unbedingt. Ja, Schnappmäuler. Okay, den haben wir. Mein Leben. Scheiße. Ich hab's noch gemerkt, aber zu spät. Ja. Muss man halt mal aufpassen, Black. Bist ein Trottel. Aber das weißt du ja. Gar nicht wahr. Doch. Na gut. Noch einmal. Da oben ist noch einmal einer. Ich brauche die richtige Waffe. Das ist sie nicht. Das ist die richtige. Dann versuchen wir den ganzen Theater nochmal. Und dann komm wieder hoch. Okay, der ist weg. Sonst sehe ich keinen. Dann laufen wir mal. Oh ja, grinst immer so. Als ob die gerne kämpft. Bedenklich. So, der ist schon mal weg. Dankeschön. So, da. Haha, den habe ich direkt wieder hochgeschossen. Okay. Ja, dann stürm mal den Angriff. So, ich gehe jetzt auch mal, ich stürme mal nach oben. Zum Angreifen. Und hoffe, dass das diesmal besser klappt als das letztes Mal. Gucken wir mal. Okay, soweit so gut. Hier habe ich, denke ich, auch eine Stellung, vor der ich mich ein bisschen besser verteidigen kann. Mit oder ohne Viech. So, okay. Oh. Den haben wir. Hier oben ist noch einer. Da ist auch noch einer. Gewesen. So, der auch. Okay. Steht nicht mehr viel. Es ist schlimm, dass man halt, wie gesagt, eigentlich müsste man zusammenarbeiten gegen die Cat und wir müssen hier drin für Action sorgen. Naja. Aber es ist zu machen. Wenigstens legitimiert das Jarl sozusagen, indem er mit uns kämpft. Nee, die Maus ist schon wieder da, Mann. So, besser. Okay. Da drin ist offensichtlich noch ein gewesen. So, sauberer Schuss. Roker Dart platzt. But Axel hörte, dass mehr dieser neuen Aliens eine Allianz mit unseren fehlgeschlagenen Deserteuren eingegangen waren. Sie zogen
Wir zogen aus, um es selbst zu sehen. Es war schlimmer als wir gefürchtet hatten. Es gab mehrere Spezies dieser neuen Aliens. Schlimmer noch, sie herrschen nicht nur über unser Volk, sie wurden verehrt wie Helden. Wohin ich auch sah, kuschelige Feiglinge, die vor diesen widerlichen Dingen gingen vor ihnen in die Knie, feischten mit ihnen, ohne zu erkennen, dass sie auch nur einen Unterdrücker gegen einen anderen eingetauscht worden. Ich werde niemals vergessen, was Axul uns an diesem Tag sagte. Alle Aliens sind letztendlich gleich. Die wollen nehmen, was uns gehört, wollen uns versklaven. Die Roka sehen mit klaren Augen und Herzen und unsere Herzen sind rein. Wir werden uns diesen neuen Invasoren nicht unterwerfen. Wir sind die wahre Widerstandsarmee und eines Tages schon bald werden die alle Angara auf den Welten es wissen. Nun gut, wenn ihr das wirklich meint. Ich meine wirklich, das ist ein bisschen verblendet. So, Archiv ist drin. Das Ding ist Schrott. Ranken und Computer passen einfach nicht gut zusammen. Pathfinder, wir könnten versuchen, die Energieversorgung wiederherzustellen. Ja, können wir machen. Gibt es hier irgendwo eine Quest für? Ich gehe mal kurz auf M. Ja, hier in der Nähe. Ich gehe mal hier hin, weil das war nicht mehr so weit entfernt. Das ist hier drin noch. Nee, nicht hier drin, hier draußen. Ah, immer wenn du G drücken willst. Hier ist es aber nicht. Okay. Platin ist auch nicht das, was ich suche wahrscheinlich. Ein alter Generator. Vielleicht funktioniert er ja noch. Das müsste diese Konsole wieder zum Laufen bringen. Toll. Von drinnen komme ich nicht rein. Okay, die Konsole ist möglicherweise wieder laufbar. Das heißt, gucken wir mal. Ja. Ich hab's. Amara Dothan. Das muss sie sein. Sie wurde an einen anderen Ort auf dem Planeten gebracht. Ich lade die Informationen herunter. Bringen wir das hier zu Amert. Okay, damit hätten wir diese Amara schon mal gefunden. Das ist auch nicht so schlecht. Und dann könnten wir quasi dem seine Schwester ja auch finden. Amert. Amert. Aber erst einmal hier. Axul! Hören Sie mich! Axul! Irgendjemand? Wir werden an... Sie haben meine Leute getötet. Und jetzt wollen sie ihren Erfolg krönen, indem sie auch mich töten. Und sie... Ich kenne ihr Gesicht. Wieso helfen sie diesen Mördern? Ryder ist unsere Verbündete. Sie hat den Wissenschaftlern in Darpa Lav geholfen. Ich weiß. Und sie sollten sich schämen. Nach allem, was wir mit den Cats durchgemacht haben. Sagen sie mir, weshalb sie hier sind. Dann weiß ich zumindest, warum ich sterbe. Die Weisen in Mitrava denken, sie könnten sich vielleicht an die Position des dritten Monolithen erinnern. Weil sie in einem früheren Leben wussten, wo er ist. Die Weisen haben sie geschickt? Diese verblödeten Heimlichtuer mit ihren Verskatteten? Es interessiert sie nicht mal, dass ihr Volk von den Kett versklavt und ermordet wird. Und deshalb sind meine Freunde gestorben? Es tut mir wirklich leid. Ich versuche einfach nur, den dritten Monolithen zu finden, um Haval zu retten. Ich habe hier ein Artefakt oder Erbstück oder irgendwas in der Art. Ich werde es jetzt hinlegen und Sie müssen es anfassen. Was? Und? Ryder, ich glaube, es funktioniert nicht. Moment mal. Im Museum auf Aya gibt es ähnliche Dinge wie dieses. Antike angaranische Technologie. Es passt an eine Hand. Die Kontakte an der Innenseite dienen der myoelektrischen Steuerung von... Was haben Sie mit mir gemacht? Geht's Ihnen gut? Ich weiß Dinge, die ich eigentlich nicht wissen kann. Der unterirdische Monolith. Ich erinnere mich an Schmerzen, Verzweiflung. Sie müssen mich dorthin bringen. Bitte, gemeinsam können wir Haval retten. Sie
Sie sind ein Alien. Ich kann Ihnen nicht vertrauen. Dann geben Sie mir die Chance, mir Ihr Vertrauen zu verdienen. Bitte. Tief unter der Oberfläche, aber nicht weit entfernt. Wir treffen uns hier, bei diesen Koordinaten. Dann zeige ich Ihnen den Rest des Weges. Ich muss mich nur erst wieder sammeln. Na gut, okay. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob das eine Falle sein könnte, aber wie gesagt, ey, wir wollen sein Vertrauen. Da gibt es keine andere Wahl, als zu sagen, ja, wir vertrauen ihm auch. Ich nehme trotzdem mal den Behälter mit. Ich meine, die Leute brauchen es ja nicht mehr. Ne? Das ist ja nicht so schlimm, oder? Hier hinten haben wir noch ein Terminal. Ein neues Alien. Hast du schon von den neuen Aliens gehört? Sie interessieren sich für die Relikte, genau wie die Cat. Aber die Relikte sind von enormer Bedeutung für Haval, für alle Angara. Es darf dem Alien deshalb nicht gestattet werden, diese Technologie zu sabotieren. Du musst für mich zu den Monolithen gehen. Sollten sich die Aliens den dortigen Relikten zu schaffen machen, musst du sie mit deinen Männern aufhalten. Versteckt euch im alten Dar-Palav. Der Dschungel hat es zurückerobert, aber vielleicht stehen da ja noch einige Bauwerke. Die Forscher, die die Landezone übernommen haben, werden euch nicht entdecken. Sie sind schwach. Sie werden es nicht wagen, sich weit von ihrer Station zu entfernen. Okay. Verräter, einer von uns hat sich mit dem Alien verbündet. Solltet ihr ihn sehen, zögert nicht, ihm klar zu machen, was Roker von seinem Verrat halten. Da geht's um Jarl wahrscheinlich. Es überrascht mich, dass die Wissenschaftler mit dem Alien zusammenarbeiten, unternehmen trotzdem nichts gegen sie. Sie sind immer noch unsere Leute. Ich muss über die Sache nachdenken. Axel. Ja, hoffentlich denkt er mal irgendwann in die Richtung, dass wir ihm wirklich nichts tun wollen, hä, Tavos? Ich sagte, wir treffen uns später. Warum empfinden Sie und die anderen Roker einen derartigen Hass auf alle Aliens? Wie könnte es nach allem, was uns die Cat angetan haben, anders sein? Wenn die Roker herausfinden, dass ich ihnen geholfen habe, werden sie mich als Verräter betrachten. Es tut mir leid, was Ihnen die Cat angetan haben. Sparen Sie sich Ihr Bedauern oder Mitgefühl. Ich weiß nicht wieso. Aber ich muss Ihnen helfen, den Monolithen zu finden. Ich schwanke zwischen dem Drang, mit Ihnen zusammenzuarbeiten, und meiner Abscheu gegen Sie. In meinem Kopf herrscht das absolute Chaos. Okay, na immerhin, er versucht uns zu helfen. Ich glaube ihm auch, dass er da nichts macht und tut. Vertrauen, ja, werde ich ihm auf jeden Fall. Allerdings, wie gesagt, werde ich die Waffe in der Hand behalten, denke ich mal. Das ist, denke ich, sicher. So, übersetzt aus dem Salesch. Wie konnten unsere Leben so werden? Wir konnten unsere Ahnen zulassen, dass die Cat unsere Welten so mühelos erobern. Und warum beschützen uns unsere aktuellen Anführer heute nicht? Zwietracht zerstört uns von innen heraus. Unser Volk hat es wiederholt versäumt, sich zu vereinen. Wenn es am dringendsten nötig gewesen wäre. Wir haben einander die Schuld gegeben, haben gezankt, uns gegenseitig verraten, haben unseren Eroberern leichte Beute präsentiert. Nun sehen wir, wie ein neuer Feind in unseren Raum eindringt und uns als Hoffnung getarnte Auslöschung bringt. Lügen, die uns nur spalten sollen. Diejenigen unter uns, die diese Täuschung erkennen, müssen verhindern, dass unser Volk die Fehler der Vergangenheit wiederholt. Alle Angara müssen eins werden. Wenn wir die bösen Mächte besiegen wollen, die uns umgeben. Das ist die Überzeugung der Roker und ich spüre sie in meinem Blut, dass es die Wahrheit ist. Unsere Sache ist gerecht. Nun gut, hoffen wir das Beste. Was haben wir hier noch Schönes? Genug. Ansonsten gibt es hier hinten raus nichts. Das Gebäude ist nicht mehr ganz so aktiv. Oh, noch ein Behälter. Was, mit Herzklappen? Ne, Harzklappen. Ne, Kappen. Okay. Wollte schon sagen, medizinische Gerätschaften hier. So. Soweit, so gut. Wir könnten eigentlich wieder runtergehen. Denn oben sind wir fertig. Jetzt muss ich nur gucken, wo sind die. Toll. Da hinten. Das heißt, wir gehen wieder hier auf diesen und gehen dann hoffentlich da hinten rein. Genau, das ist, glaube ich, hier hinten rein. Da, wo ich auch gesagt habe, ja, da wird noch irgendwo was sein. Okay. Dann wissen wir und kennen den Weg. Und werden diesen jetzt ausführen.
Vielleicht kriegen wir ja alle Monolithe zum Laufen. Vielleicht kriegen wir, sagen wir mal, können wir die Umwelt auf Haval stabilisieren? Was heißt vielleicht? Ich habe vor, das zu machen. Also, ich bin der Pathfinder. Ich mache sowas immer, weil ich sowas kann. Okay. Deswegen gehen wir jetzt auch mal da in die Richtung und werden, ja, versuchen, unser Möglichstes zu tun, um hier die Umwelt und halt alles wiederherzustellen. So. Ich würde aber mal sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge. Leute, ich danke euch fürs Einschalten. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.